guys, today we are going to show you our autograph collection. The first part will be in German because we will show you our autographs from German stores, and the second part will be in English, and then you will see the autographs from British stores. If you want to know the autograph addresses, then have a look into the description. In the description are every autograph address. If you have any autographs, you can send it to us with a picture, and then we're going to make a little community video. Then we wish you a lot of fun and let's go. Also hier haben wir unsere Autogrammsammlung. Hier ein bisschen, bisschen designed. Und da fangen wir an mit den deutschen Stars. Wir haben es unterteilt in verschiedene Kategorien. Das erste ist Tatort. Ich denke mal, fast jeder von euch kennt Tatort vom Hörensagen oder vielleicht auch sogar vom Sehen. Wie gesagt, das ist noch lange nicht vollständig, die sind alle noch unterwegs. Und da hätten wir als erstes Klaus Behrendt. Ein sehr, sehr toller Schauspieler in dem Film, finde ich. Das ist einer meiner Lieblinge da, einer unserer Lieblinge. Und wenn man einmal umblättert, ist der Partner von ihm hier. Das ist Dietmar Bär, der hat sogar einen süßen Brief auf die Rückseite geschrieben. Und zwar darauf steht: Hallo Laura und Lisa, danke für euer Riesenkompliment und den Riesenumschlag. Ich mache einen kleineren daraus, der reicht völlig aus. Die Riesen. Was steht da? Achso, die Riesenbriefmarke bekommt ihr wieder. Alles Gute, Dietmar. Steht da drauf. Sehr, sehr nett gemacht. Wirklich, wir haben uns riesig drüber gefreut. Jetzt werden wir mal weitermachen. Muss ich eben zuhalten hier. Dann haben wir hier einmal Axel Prahl. Das ist so eine Flacke-Autogrammkarte. Wir glauben nicht, dass er den Brief gelesen hat, da der Brief hier wieder mit zurückgekommen ist. Das ist schade. Auf seinen Partner Jan-Josef Liefers, auf den warten wir noch. Wenn er da ist, dann. Richtig Hammer wäre das. Dann haben wir hier einmal Simone Tomalla. Von der haben wir 6 Autogrammkarten bekommen. Also jeder von uns 3. Die sind nicht personalisiert. Es sind 3 verschiedene. Aber trotzdem sehr geil, weil es auch eine sehr berühmte, eine sehr tolle deutsche Schauspielerin ist. Dann muss ich hier gucken, Das war es erstmal von Tatort. Unsere nächste Kategorie ist Letzte Spur Berlin. Das ist auch ein Krimi, der immer freitags kommt oder auch kam. Es wird hier immer abgewechselt. Da haben wir bisher nur Hans-Werner Meyer, die Hauptperson. Also einer der 4 Hauptpersonen. Die anderen, die sind auch noch alle unterwegs. Haben wir auch vor kurzem abgeschickt. Und hier haben wir hier noch ganz viel frei. Der Alte, auch eine sehr berühmte Krimiserie. Ein Fall für 2. Ist auch noch alles frei. Hat sich gereimt. Dann haben wir hier einmal Soko Leipzig mit dem Hauptdarsteller Andreas Schmidt-Schaller. Haben wir uns riesig drüber gefreut, ne? Das ist auch sogar personalisiert. Steht für Laura mit freundlichen Grüßen und dann Andreas Schmidt-Schaller. Bei der anderen auch, halt mit Lisa, ne? Da war es das auch mit Soko Leipzig. Dann haben wir hier noch die Chefin. Das kommt auch immer freitags. Der Kriminalist mit Christian Berkel ist auch sehr geil, aber haben wir auch leider noch keine Autogramme. Schade, weil wir machen das immer so nach dem Rhythmus, so nach der Reihenfolge. Und dann kommt jetzt hier Stromberg. Stromberg-Kinder. Ich denke mal, fast jeder kennt Stromberg, so vom Hörensagen oder vom Sehen, ne? Nochmal im Film. Sehr geil. Und zwar ist, ich weiß nicht, wie lange es her war, vor 2 Wochen, 3 Wochen, Autogramm von Christoph Maria Herbst gekommen. Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich sie damit überraschen, aber es ist mir nicht gelungen, weil man hat meine Freude einfach gehört. Sehr nett, personalisiert auch. Kann ich rausnehmen. Für Lisa vom Papa und von Christoph Maria Herbst. Richtig geil, weil das ist einfach der deutsche Schauspieler, der einfach ist unser Lieblingsschauspieler aus Deutschland. Einfach geil. Dann das zweite, Bjarne Mädel, der im Film Bär
Berthold in Anführungszeichen Ernie Heisterkamp spielt. Auch sehr süß, auch personalisiert. Das ist immer das Beste eigentlich daran. Dann steht hier zum Beispiel bei mir für Lisa vom Rührei auf Füßen. Das kann ich gar nicht lesen, ne? Keine Ahnung. Und dann Bjarne Mädel. Und das gleiche nochmal für die Laura. Und es sind auch zwei unterschiedliche, zwei andere Autogrammkarten mitbekommen. Wobei hier steht zum Beispiel, liebe Laura, mit dem Herzchen, Grüße von Ernie, Bjarne Mädel läuft. Dann ist hier vom Tatortreiniger, moin Lisa, bleib sauber, alles, ja genau, und dann Bjarne Mädel wieder. Und alles Gute, Bjarne Mädel. Das ist von Mord mit Aussicht. Haben wir noch nie so richtig gesehen, aber trotzdem haben wir uns riesig auch über die anderen Autogrammkarten gefreut. Ganz klar. Dann haben wir hier Oliver Kavnuk, der in Stromberg, wie heißt es, Ulf Steinke spielt. Liebe Grüße an Laura. Oliver Vnuk hat er am 4.2.15 signiert. Bei mir steht der Lisa alles Liebe. Oliver Vnuk. Ja, haben wir uns auch riesig darüber gefreut. Es war auch so, war schon so ein Highlight, ne? Dann, ja, eine Frau mit schwierigem Namen, Martina Eitner Aschiamong, die in Stromberg von Staffel 1 bis 3 die Erika gespielt hat. Alles, liebe Lisa, alles Gute für dich, deine Martina Eitner Aschiamong hat dir dann geschrieben. Sehr nett. Bei der Laura hat sie geschrieben, liebe Laura, ich wünsche dir alles Liebe und dann deine. Und dann nochmal unterschrieben. Dann haben wir ja eine Kategorie andere deutsche Schauspieler. Da hätten wir einmal, also bisher unser Einzigster hier, Heiner Lauterbach. Das zeige ich jetzt nicht, weil die Adresse da drunter steht. Heiner Lauterbach, personalisiert für Lisa herzlichst. Und hatten auch welche von Who's Perfect mitgeschickt. Sehr nett. Habe ich mich riesig darüber gefreut und Laura hinterher auch. Dann einmal die Kategorie Comedy. Da wäre einmal Dieter Nuhr. Mit dem Autogramm. Und diese Tüte war auch dabei. Also das, da waren unsere Eltern damals auf einer Vorstellung und da hat er auch Autogrammstunde gegeben. Dann einmal von Cindy aus Marzahn, aber leider ohne Autogramme, weil die keine Autogrammstunde gegeben hat, leider. Dann hier unter den Moderatoren. Plus Danell. Da fehlt noch Guido Maria Kretschmer, fehlt da noch, ne? Ja, dann haben wir hier Fußball. Gonzalo Castro, obwohl wir kein Leverkusen-Fan sind, ist trotzdem ganz cool. Ömer Toprak, das die Unterschrift habe ich aber um T-Shirt und Heung-min Son. Und dann sind hier noch ganz viele Autogramme von Damenfußball, vom FCR Duisburg. Hier nochmal alle unterschrieben auf den Eintrittskarten. Hier nochmal ein paar Eintrittskarten vom Damenfußball. Weltmeisterschaft 2011. Und ja, das war auch schon der erste Teil. Und es sind natürlich noch lange nicht alle abgeschickt und auch wiedergekommen. Wie gesagt, das läuft alles. Es sind ungefähr von den Deutschen, weiß ich nicht, 15, 18 oder so unterwegs. Wir werden immer wieder ein Update machen und dann würde ich sagen, springen wir jetzt zum zweiten Teil über. Bis dann. So, and now this is the second part of the video and we are going to show you our British and American autographs. And yeah, then let's go. The first autograph is Colin Firth. We did a unboxing one year ago, I think. And yeah, it was very, very cool. It's personalized to Laura. Best wishes, Colin Firth. The next is from Rupert Graves. It's really, really cool.
To Lisa, best wishes, Rupert Graves. The same is here with Laura's name. It was absolutely awesome when we got that back, that autograph. It was amazing for us. Then the next one is... The wonderful Imelda Staunton. Lisa Imelda Staunton. Awesome. It's absolutely awesome. And the next one is Mark Gatiss. He's from Sherlock and he played Mycroft Holmes. To Laura Love, Mark Gatiss was really, we were really excited when we got that back. It was absolutely awesome. And our newest autograph is the awesome Jim Broadbent from the Harry Potter films. Lisa, best wishes, Jim Broadbent. Here we got, I don't know if it's a letter, but Jim Broadbent with compliments. It was so awesome. In October 2014, we sent a letter to Jim Broadbent, and 2 days ago we got the autographs back. Yeah, it was awesome. Okay, guys, thanks for watching, and if you will see more updates, more autograph updates, or something else, then give a thumb up. And yeah, you can send us your autographs with a photo on Facebook, Twitter, or Instagram, or with an email. Then if you like the video, don't forget to like, share, and subscribe, and write a comment, and yeah, then we will say goodbye. Kategorie Comedy wäre einmal Dieter Dieter nur drin. Da wäre einmal dann noch die Kategorie Comedy, da wäre einmal Dieter. Kategorie Comedy, da wäre einmal Dieter.